Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei Let's Play WWE 2K14. Boah. Ey, ne? Beim letzten Mal, also hier das Moveset, du, das war schon eine heftige Sache im Let's Create. Ich lade übrigens gerade das Video hoch. Ihr seht das natürlich. Ihr habt das Let's Create hoffentlich schon gesehen. Und ich nehme gerade auf in dem Moment, wo das Let's Create hochgeladen wird. Und das dauert bei einer Größe von 4,9 GB mal eben 12 Stunden. Kann man machen. So, wir machen währenddessen schon mal weiter im Let's Create. Wir lassen Szenario aus. Wir werden jetzt noch eine Arena und einen Championship-Gürtel machen, bevor wir uns dann den WWE-Weltmodus mal zur Brust nehmen. Arena, neu. Ob wir uns eine Show machen, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So. Bühnendesign. Boah, jetzt geht's ja schon los, ey. Jetzt geht's ja schon los. Was nehmen wir uns da? Was nehmen wir uns da? Ey, das ist ja mal richtig cool, was man jetzt hier für Möglichkeiten hat. Hm. Nehmen wir mal das hier. Veranstaltungsgröße. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. Nehmen wir mal Veranstaltungsgröße. Ja, wir können natürlich auch einfach so eine Farmliga machen, ne? Machen wir aber nicht. Dann nehmen wir hier das. Publikumstyp. Modern, Attitude Era, klassisch. Hm, wir nehmen mal das moderne Publikum. Farbfilter. Das ist ja auch cool. Nehmen wir mal den. Nee, nehmen wir die mal nicht. Später 90er. Wir nehmen mal keinen. Das bestätigen wir erstmal so. Randy Orton guckt uns böse an. So. Bühnengestaltung. Einzugsvideo ein. Minitron ein. Obere Anzeige ein. Wandtyp. Muss man so. Ach hier. Stahlrahmen. Müssen wir auf beiden Seiten nehmen. Aber Lichttyp, da können wir uns was aussuchen. Nehmen wir mal das hier. Minitron. Farben. Nehmen wir auch mal so ein Gelb. Logos. Ah, okay. Designs. Ja, da könnte man jetzt sau viel machen. Wartet mal. Ja, da kannst du jetzt halt wunderbar den Schriftzug des Pay-Per-Views drauf machen. Hm. Ja, super. Da gibt's natürlich jetzt eine Menge. Eine Weltkugel haben wir hier. Nehmen wir mal das hier, oder? Oder das hier? Ein Panzer, jawohl. Wir nehmen den Panzer. Panzer sind cool. So. So gefällt mir das. Bestätigen. Superstars. Nee. Brauchen wir, glaube ich, nicht. WrestleMania-Logos. Nee. Vorlagen. Nee, das bestätigen wir so. Sehr schön. Obere Anzeige. Vorlagen haben wir hier ein paar. Hm, was nehmen wir da? Bietet sich sowas an, ne? Machen wir mal eine leuchtende Arena. Das heißt, hier nehmen wir am besten mal. Nehmen wir mal das hier? Oder das? Ne, wir müssen schon wieder das von da vorhin nehmen. Moment. Das von da vorhin. Ey, mein Deutsch ist das Beste, Bruder. Ja, die zweite Gruppe natürlich auch, ne? Das ist ja logisch.
So. Toll. Bühne. Ja, hier brauchen wir, glaube ich, nichts irgendwie, oder? Twister. Kennt das noch jemand? Hm. Was nehmen wir hier denn Tolles? Bin ich etwas hin und her gerissen, du. Ich glaube, wir nehmen mal das hier, oder? Moment. Das hier. Oh weia. Rampe. Hm. Dann nehmen wir auch eine Vorlage. Oh, die möchte ich, glaube ich, einfach rot haben, oder? Ja, die möchte ich einfach rot haben. Okay, Licht. Alle Gruppen. Bitte in einem schönen Rot. Obwohl, Moment. Da können wir uns eine schönere Farbe raussuchen. Dieses Orange passt ja ein bisschen besser, ne? Okay. So. Jegliche Veränderung für alle Seiten wird alle anderen Gruppen mit der mit den Inhalten der ersten Gruppe überschreiben. Gerne doch. Und auch hier könnten wir jetzt was Schönes suchen. Ja. Wir machen eine Feuerarena. Wir machen eine Feuerarena. Ich habe gerade voll die Vision, ey. Okay, auf den Ringboden. Wollen wir es wie letztes Jahr machen? Nee, wir machen diesmal kein Anti-Sina. Wir machen aber mal... Wartet mal, Ringboden. Was gibt's denn da so für Vorlagen? Wer will denn zum Beispiel so einen Ringboden hier? Nee, du, ich glaube, das lassen wir mal. Den lassen wir mal glatt weiß. Aber bei den Seilen wollte ich gerne... Moment. Das erste Seil... Achso, warte mal, das können wir für alle Gruppen machen. Da wird das erste Seil nämlich orange. Achso, oh Mann. Können wir doch nur so. Die erste wird orange, die zweite Gruppe wird... schwarz und die dritte wird wieder orange. Boah, ich glaube, wir müssen uns doch eine eigene Show machen. Einfach, weil ich die Arena so toll finde. So, das soll natürlich jetzt bei allen Gruppen so sein. Das muss doch gehen, oder nicht? Wenn ich jetzt hier alle Gruppen mache? Jawohl. Sagt mir das doch! Scheiß Spiel. Nein. So, Moment. Also das finde ich echt cool mit dem Arena erstellen. So, Ringpfosten. Die könnten wir alle so hier machen, ne? Hier so. Boah, freue ich mich gerade. Pads, alle Gruppen. Natürlich auch hier, ne? Wie sollte es anders sein? Bodenmatte. Die müsste ich jetzt rot machen. Oder wartet mal, gibt's hier Vorlagen? Mist, gibt's nicht. Die müsste ich eigentlich so rot-orange machen. Machen wir das mal so hier. Da könnten wir natürlich auch ein dunkles Rot nehmen. Dann passt das nämlich zu dieser Rampe da. So ungefähr. Absperrung. Nee, möchte ich doch nicht. Möchte eine normale Absperrung. Geht die jetzt auch wieder in meiner...
Vorlage, die ich hier haben will. Mit diesem Feuer. Oh, das sieht auch geil aus. Das gefällt mir. Ansagertisch, Abdeckung. Okay, da gibt es jetzt nicht ganz so viel Tolles. Na, wobei, das hier passt. Und der Tisch selber bekommt eine dunkel-orangene Farbe. Ach, Mann, das gefällt mir. Anzeige. Beleuchtung? Hm. Müsste eigentlich was Dunkles sein, ne? Ich weiß jetzt nicht, so oder so. Sagt mir das mal. Eigentlich so hier. Namensschild. Okay. Stimmt, da haben wir jetzt wieder allerhand Auswahl. Oh, na dann, gucken wir mal. In a cell. Wir können ja natürlich nichts von dem WWE-Pay-Per-View nehmen, weil dann sind wir ja so an den Namen gebunden. Das will ich ja nicht. Sowas hier. Gibt's da noch Alternativen? Nee. Dann nehmen wir das. Screenshot. Ach so, ah, wie es sein soll. Ah, da können wir jetzt praktisch aussuchen. Hm. Dann so hier. Moment. Ich möchte mal eben bei diesem Panzer, na, die Farbe. Die hier, Minitron. Möchte ich doch ein bisschen Feuer haben. Da war's. Genau das. Und dann der Panzer, das passt. Und hier müssen wir aber eigentlich jetzt auch das Feuer irgendwie mal entfachen. Oder halt dieses Dunkelrot da vorne, ne? Hm. Also ein vernünftiges Dunkelrot gibt's hier ja nicht. Ne. Moment mal. Da gehe ich mal nach Farbe. Oder warte mal, Vorlagen? Dann kann man da jetzt auch einfach hier wieder das Ganze normal machen, ne? Genau. Und da nehmen wir uns dann jetzt als Farbe Rot und machen das dunkel. Ist schon zu dunkel. Na so. Das bestätigen wir. Vielleicht auch noch ein Panzer drauf. warte mal, wo war denn das Arena-Logo? War hier der Panzer jetzt dabei? Wäre schön. Taboo Tuesday. Panzer! Ist hier nicht, oder? Wir können natürlich auch diese Faust dann nehmen. Moment, hier oben war doch was. Ibera Steakhouse, jawohl. Ah, hab ihn gefunden. So, und die brauchen wir jetzt groß und breit und dick und fett. So. Die bestätigen wir. Bestätigen. Das gefällt mir. Wie heißen die? Heat Arena. Ich befürchte wirklich, wir müssen uns noch eine eigene Wochenshow machen, ey. Jawohl!
Das ist sie also, die Heat Arena. Finde ich cool. Finde ich cool. Okay. Wären wir damit durch. Boah, das finde ich echt cool. Vor allem die Absperrung feiere ich gerade ein bisschen. Nice. Nice, nice, nice. Okay. So, dann warten wir jetzt mal eben ganz kurz drauf, was das Spiel jetzt hier macht. Das speichert. Wir sehen es am Ladezeichen unten rechts. Jetzt ist weg. So. Das sollte es damit gewesen sein. So, in dem Sinne, würde ich sagen, hören wir uns dann das nächste Mal, wenn wir einen Championship-Gürtel erstellen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Das heißt, das nächste Mal wird auch gleichzeitig das letzte Mal vom Let's Create. In dem Sinne, Leute, ich bin raus. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.